Willkommen zurück bei The Vision. Ja, ich dachte, du wolltest das nicht mehr sagen. The Vision? The Division, ja. Oder Tom Clancy's The Division, was auch ja, immer. Und auf Deutsch Division, ne? Ich. Ja, wir sind eine Invasion, genau. Division. Division, genau. Du bist eine kleine. So, wir machen jetzt eine Mini-Mission. Genau, die hier gleich um der Ecke ist. Die ist unser Level ein bisschen angemessener als die anderen. Also, müssen wir mal. Ja, die Hose auch mal trocken. Ja, die bleibt da nicht trocken, das kann ich dir schon mal so sagen. Da siehst du, zwei Freunde warten schon gewöhnlich auf uns. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Campbell und ihr Team gefangen. Wir brauchen sie in der Basis als Personal für unsere medizinische Abteilung. Wir sind hinter dir, wir sind hinter euch. Geht ihr mal vor, ihr habt die Tür auch gesprengt, geht durch. Wir bleiben hier als Rückendeckung. Ja, ja, wenn sie das euch doch. Personal herbringen, geben wir Geleitschutz. Personal. Das war ja klar. Scheiße, hier sind doch welche. Oh Gott, sie kommen runter. Oder links. Scheiße, du hast mir den Platz weggenommen. Mach weiter, wir finden dich doch. Noch wissen sie nicht, dass wir da sind. Und ja, jetzt wohl. Ja, wenn man einmal sagt, die wissen das nicht. Man muss sich hier echt dran gewöhnen, dass man auch wirklich immer in Deckung bleibt, ne? Ja. Scheiße, die Bombe war verschwendet. Okay, so langsam geht's ja mit Ziel. Ja, jetzt durch das Zeug, was ich angemacht habe an der Waffe, ist die nicht mehr so störrisch. Nee. Der ist auch hochgerannt, oder? Ja, der ist. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Candles Aufenthaltsort finden. Mhm. Jetzt einmal hier unten gucken, ob hier alles. Man weiß ja. Oh, hier guck mal, siehst du, hier hinten ist sogar was. Ein Müsli-Riegel gab's hier für mich. Nee, ich glaube nicht. Hier ein Geldautomat oder ein Ticket kannst du hier ziehen. Brauchst du ein bisschen Geld? Ich kann ja nichts ziehen. Hier sind Granaten, die ich nicht nehmen kann. Wollen sie nicht? Ne? Nee, geizig. Geizig! Schau, dass die Rolltreppe nicht mehr funktioniert, ne? Ist hier oben irgendwas? Hier ist auch noch sowas, wo man so viel langlaufen kann. Die muss hier echt so eine Arztpraxis aufgemacht haben, denke ich mal. Ja, das ist so eine Art Rettungsstation, ne? Ja, was die natürlich wieder überfallen haben, die Penner. Sieht mir mehr nach so einem Kaufhaus aus. Okay, die haben wir gerade richtig aufs Fastbreak gekriegt. Na gut, dann wollen wir. Ja, Sicherheitssystem, ne? Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachung? Siehst du das? Kendall und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Okay, und wir sind natürlich jetzt die Dummen, die da rein müssen. Wo sind die beiden, die uns die Rückendeckung geben wollen? Ja, hoch müssen wir da sowieso. Die haben sie alle niedergezogen, ey. Alle tot. Und hier nichts für uns. Hier wieder sind Papier. Leute, das habe ich wieder mal nicht gesehen, oder? Kann ich wieder nicht mitnehmen. Wieder Granaten, die wir nicht benutzen. Weil ich kann so, man, wieso kann man denn die Granaten wechseln? Wenn du das der nach links gedrückt hältst. Ach, gedrückt halten, okay.
Dann kannst du das auch so. Dabei fehlen mir die ganzen Granaten. Da sind voll viele, die nicht da sind. Ja, dann öffnen wir nun mal die Tür. Ladies first, würde ich sagen. Ja, bitte. Arsch. Ach, jetzt siehst du hier auch noch wieder ein Rücksätzchen. Was gibt's wieder? Ein Müsli-Riegel. Die Rucksäcke, die kann nur einer haben. Nee, da müsste eigentlich daneben was hinfallen eigentlich. Nee, ist nichts gefallen. Dann musst du den nächsten machst du dann auf. Nichts gefallen und auch nichts hin. Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Ja, das ist gut gehen. Ja genau, die essen Schnitzel mit Pommes. Ich will auch Schnitzel mit Pommes. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie sie ohne Gefahr ausschalten. Das sagt doch jede das. Menge, weißt du? Warum sagst du, wie es ein paar Leute sind da noch? Ja. Oh fuck. Alter, was ist das? Ist das ein Stadion oder was ist das? Ja. Hör auf zu furzen, das geht nicht. Okay, komm, wir müssen jetzt irgendwie sehen, dass wir hier ein bisschen vorankommen oder so. Da ist nichts. Ach, da war doch gar nichts. Nein, das tun wir nicht. Das war eine Bombe. Der Wichser wollte eine Granate draufhauen, ey. Oben laufen mindestens 5 Stück rum oder so. Ja. Die kommen jetzt runter. Boah, noch mehr. Ist ja gerade jetzt. Oh Gott. Oh nein, ein Lilaner. Ich seh. Oh, Bombe. Oh, Scheiße. 2 Lilane. 3 Lilane. Oh Gott. Geh da in Deckung, Mann. Scheiße. Ich kann mich nicht bewegen, der klemmt sich hier so an so ein Ding dran. Gott. Komm du doch raus und kämpfe. Dämlicher Lilaner, Alter. Deine Mama kommt gleich vorbei. Zieht dir die Ohren lang. So stark sind die Lilane gar nicht. Mhm. Ich halt nehm, ich nehm's zurück. Ich nehm's zurück. Ich komm da so ein bisschen zu dir hingelaufen, ne? Schießt du schön auf die drauf. Ja, pass bloß auf dich auf. Ich bin gleich bei dir. Hallo. Musst du mal Viereck drücken? Lass es mal hier bleiben. Der kommt da doch. Oh. Spinner, du. Sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Kobis. Aber echt. Ja, aber echt, ey. Aber hab's geschafft. Ja, dann lass uns die mal gleich gründlich umgucken, was wir auch alles nicht verlieren. Aber hier hinten ist was Grünes für mich. Ein ACOG-Visier. Der leckt mich fett. Armes Tofi. Da bekommt er kein ACOG-Visier. Dafür komme ich bei Teil deaktiviert. Wird diese Mod anwenden, kann man sie nicht mehr teilen. Ja, natürlich ja, wichtig ist. Wenn du jetzt ein Visier noch hast, wie zeigt das dann bei dir an? Ich habe ja immer das Kreuz vorne. Ja, aber ich kann ranvisieren, ja. Wenn du dann den rechten Stick reindrückst, kannst du dann kann ich durch das Visier gucken. Nee, dann mach ich
Ich schuh dich. Ja, aber wenn du anvisierst mit der Waffe und dann den rechten Stick. In der Waffe drin. Nee, weil du kein, Visier drauf hast. Ja. Dann lass uns hier jetzt erstmal umgucken. Es liegt bestimmt noch genug Scheiße rum. Erstmal alles umschmeißen. Oh, hier hinten kann man Munition nachfüllen, wo ich bin. Der blaue Punkt bin ich. Hier drüben. Okay. Guck mal, er macht Beten. Ja, er betet in der Nacht. Ja. Ja, die brauchen, die braucht man auch. Ja, man hat ja fast 1000, ne? Ja, hier, siehst du, hier vorne ist noch ein Rucksack. Und den machst du diesmal auf. Hier bei mir. Jetzt gar nicht rumlaufen brauchen. Diesmal machst du den mal auf. Doch, ich hab ihn gekriegt. Ja, hab ich gekriegt. Weil ich jetzt, Bei dir war ja vorhin ein Müsli gekriegt, oder? Oh. Das ist ja nur wieder Zeug, was man an Leute geschenkt hat. Natürlich. So ist nicht nur so ein Müsli-Riegel. Müsli-Riegel ist gut. Ja. Gut für die Verdauung. Wir kriegen sein Müsli, ne? Genau. Gib uns unser Müsli dann morgen. So. Oh, hier ist ein Weihnachtsbaum. Das heißt, die hätten den Garten ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Also doch ein Stadion. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Okay. Oh, hier passen wir sie. Ja. Oh, toll. Ich dachte, ich würde das jetzt gemütlich angucken. Nein, kriegst du dick das Schwarzmehl in die Fresse. Genau. Jo, Tür ist auch gleich. Ja, Tür schon auf. Checkpoint. Sie haben mein Checkpoint erreicht. Ich trau den Scheiß hier aber nicht. Versperrte Tür entdeckt. Da können wir aber nicht rein, oder? Würde ich gleich erstmal ausprobieren. Solange ich hier keine Außenmauer. Der Weg zu Kobis führt durch kontaminierte Bereiche. Ach, lass mich. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Wo ist denn hier die Tür, die nicht aufgeht? Stand hier nicht gerade irgendwie versperrte Tür? Hier. Da, siehst du, mach mal auf. Hast du keinen Dietrich? Ja. Doch, Alter. Dann geh mal rein. Oh, oh, raus da, geh raus da, das ist nichts für uns. Ah. Du bist draufgegangen, kann das sein? Warte auf den Rücken. Ja. Komm mal. Kannst du Gruppen beobachten? Ja, jetzt bin ich bei dir. Aber du bist... Du musst reinkommen, ne? Ich kann da nicht rein, du bist tot. Du wirst mir als tot angezeigt. So, dann warte ich gleich, ich spawn jetzt mal. Wie lange musst du denn jetzt warten? Bis jetzt. Er rennt da rein. Ich dachte, wir haben so eine Maske. Ja, aber wir brauchen Stufe 2. Ja, da bist du ja. Hast ein bisschen zu viel Gas gerochen, wa? Scheiße. Hab geguckt, wie er, dann sah ich nur noch, wie du einfach umgefallen bist. Ich fand's witzig, muss ich einfach sagen. Ja, stimmt. Ja, wir müssen alles erforschen, oder? Heißt ja, ja auch verbringen, ne? Ja, schick dich immer gerne vor. Nee, das war nicht so gut. Wo sind wieder, oder? Ja. Wie unten? Oh, schick. Achso, dann kann man von hier oben auch noch. Ah, wollen wir anfangen hier? Bist du schon dran? Ja, auf der anderen Seite. Alles voll.
Warte mal, ich mach die mal aufmerksam. Nee, nee, warte, ich auch. Kannst du bis da eine Granate überschieben? Ja, versuchen wir mal. Ja, geht. Ja, das Echo ist voll scheiße. Kannst besser so frei halten. Ja. Den Schalldämpfer hört sich geil an irgendwie. Jetzt sieht man deinen Schalldämpfer auch. Da habe ich mir auch gerade so gedacht. Wie viele das wieder sind. Warum lebst du hier? Weil ich scheiße. Wie schieß ich denn? Das war ich nicht. Komm, jetzt steh doch auf mit deiner Zigarre, Mann. Was ist das? Ja, nichts mehr. Ne, sieht gut aus. Ich glaube, wir haben alle eliminiert. Uiuiui. Mann. Na komm, wir gucken uns das mal nicht oben an. Alter, muss man gucken, Alter, wie tief das hier runter geht. Was soll ich machen? Mach du mal vor, ich komm dann hinterher. Nee, mach du mal vor, ich komm dann hinterher. Ah, ich mach mal die Tür auf. Hey, das soll ich doch machen. Ja, das kostet du nicht auch mal. Guck mal, der Weihnachtsmann ist. Hey, da vorne sind Leute. Den weißen Kittel. Oh. Danke, was machst du denn da in roten Anzug? Muss bald wieder arbeiten. Ja, ist bald wieder was zu tun, würde ich sagen. Na, ihr zwei. Happy Birthday! Wahrscheinlich, ist hier bestimmt richtig abgegangen. Hier vorne ist Munition. Hab ich gerade eine Dose umgeworfen? Ja. Wie, was? Ach du... Pass auf! Pass auf, Baseballschläger Heini kommt auf dich. Ja, okay. Oder auf dich. Der wollte dir eine Wüste. Oder noch einer. LOL, der hat mir eine gegeben. Oh. Aua, das ist... ich bin down. Schwachmat, Alter. Rückzug. Das ist echt nicht gut, da Rückzug zu machen. Warte, ich komm die Treppe runter. Bist du da eingenebelt oder was? Ich bin down gegangen. Komm, na, liebst du noch? Länger, ne? Kannst du mich wiederbeleben? Ja. LOL, das geht wirklich? Hm, dauert nur etwas länger. Scheiße, Muni ist alle. Alter, vom... Ich dachte, den hättest du... Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen aufschalten. Alter, ey, immer aufs Fressbrett, ey, das tut immer so weh. Ihr Zug, Agent. Ja, ich weiß. Nein, ich bin so gestorben, weil die mich auch noch angeschossen haben. Hier noch irgendwas in der Küche mitnehmen müssen. Oh, die haben einen Hund erschossen. Nein. Komm, wir sind nur... Oh Mann. Achso, da hinten rennen sie schon.
Da sollen wir die Treppe hoch. Ist hier noch irgendetwas für uns? Alter, das ist hier dunkel, ey. Siehst ja gar nichts. Ja, im Dunkeln. Das ist der schwarze Weihnachtsmann. In der Nacht. Dann machen wir hier drinnen einen Schnitt. Ja, machen wir hier drinnen einen Schnitt, bevor wir hier oben hoch müssen. Bevor hier wieder Action wegkommt. Ja, und ich wieder aufs Reißbrett kriege. Wieder mal. Okay, Leute, dann sagen wir mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Bis dann.